Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Cloud-Dienste verantwortungsvoll und kritisch nutzen. In dieser Einheit geht es darum, was man unter einem Cloud-Dienst versteht und wie ein solcher Dienst effizient genutzt werden kann. Es werden auch die Risiken, die die Verwendung von Cloud-Speicherdiensten mit sich bringen, besprochen. Schlussendlich geht es um die verantwortungsvolle Nutzung von Cloud-Diensten. Was ist ein Cloud-Dienst? Cloud-Dienste bieten externen Speicherplatz. In diesen Datenwolken befinden sich Daten wie beispielsweise Dokumente oder Fotos nicht lokal am eigenen Computer, sondern auf fremden Rechnern. Dadurch wird über das Internet der Zugriff von verschiedenen Geräten wie Tablets, Smartphones etc. von fast überall auf die eigenen Daten ermöglicht. Es gibt unterschiedliche Cloud-Speicherdienste, die verschiedene Modelle anbieten. Oft kann ein Speicherplatz von 7 bis 15 MB kostenlos genutzt werden. Für mehr müssen Nutzerinnen und Nutzer meist bezahlen. Ein Vergleich verschiedener Anbieter ist jedenfalls zu empfehlen. Das Bundesministerium für Bildung hat mit der Firma Microsoft eine Vereinbarung getroffen, sodass österreichischen Schulen kostenlose Cloud-Dienste zur Verfügung stehen. Auch Pflichtschulen unterschiedlicher Schulerhalter können dieses Angebot in Anspruch nehmen. Bei einer funktionierenden Internetverbindung kann sowohl in der Schule als auch zu Hause auf die in der Cloud gespeicherten Daten zugegriffen werden. Dabei kann für Lehrpersonen, die zu Hause und in der Schule an den gleichen Dateien arbeiten möchten, ein Cloud-Dienst automatisch für den Abgleich und die Sicherung der bearbeiteten Inhalte sorgen. So erspart man sich das Transportieren externer Festplatten oder USB-Sticks und die Synchronisation der Daten. Soll gemeinsam an einem Dokument gearbeitet werden, kann das Dokument über einen Cloud-Dienst für andere freigegeben werden, ohne dass es zum Beispiel per E-Mail verschickt werden muss. Bei der Nutzung von Cloud-Speicherdiensten sollte man sich bewusst sein, dass die eigenen Daten in fremden Rechenzentren, meist von großen internationalen Unternehmen, verwaltet werden. Dabei gibt es Risiken. Verschlüsselung der Daten. Einerseits geht es hierbei darum, ob die Daten vom eigenen Rechner zu den Servern des Cloud-Dienstes bzw. umgekehrt verschlüsselt übertragen werden. Andererseits ist zu beachten, ob die Daten auf den Cloud-Servern verschlüsselt oder unverschlüsselt gespeichert werden. Denn unverschlüsselte Daten können von Hackern, die sich Zugang zu den Systemen verschafft haben, ausgelesen werden. Serverstandort. Gerade im schulischen Bereich spielt auch der Serverstandort des jeweiligen Cloud-Dienstes eine große Rolle. Werden Daten auf einen im Ausland betriebenen Server hochgeladen, gilt die ortsgebundene Gesetzgebung. Datenschutzgesetze in Europa sind zum Beispiel strenger als jene in den USA. Datenverlust. Zwar können bei Cloud-Diensten einfach Datensicherungen durchgeführt werden, jedoch ist kein Cloud-System ganz sicher. Durch Datenlecks oder Hackerangriffe kann es auch hier zu Datenverlusten kommen. Daher sollten Sie Daten zur Sicherheit zusätzlich zum Beispiel auf einer externen Festplatte sichern. Verwendung der Daten. Es kann auch vorkommen, dass ein Anbieter eines Cloud-Dienstes die ihm anvertrauten Daten für Werbezwecke verwendet. Um das zu vermeiden, sollten Sie einen Blick in die Nutzungsbedingungen werfen. Verantwortungsvoll mit Cloud-Diensten umzugehen bedeutet auch, sichere Passwörter zu verwenden. Sie sollten anstatt einfache Wörter oder Namen zu verwenden, ein Passwort mit einer Kombination aus Zahlen und Sonderzeichen wählen. Zudem rate ich Ihnen, für verschiedene Anwendungen auch unterschiedliche Passwörter zu benutzen. Falls so nämlich eines Ihrer Passwörter gehackt wird, schützen Sie Ihre anderen Konten. Auch ist es wichtig, sich zu überlegen, auf welche Daten wirklich jederzeit zugegriffen werden können muss. Sensible Daten sollten dabei nicht in der Cloud abgelegt werden, weil diese als besonders schutzwürdig gelten. Falls Sie Cloud-Dienste in Ihrem Unterricht einsetzen, informieren Sie die Eltern im Vorfeld und lassen Sie von ihnen eine Einverständniserklärung unterschreiben. Sie wissen nun, was ein Cloud-Dienst ist und wie Sie diesen effizient in Ihrem Schulalltag einsetzen können. Zudem sind Sie sich der Risiken bewusst, die mit der Verwendung eines solchen Cloud-Speicherdienstes einhergehen und was Sie für einen verantwortungsvollen Umgang damit beachten sollten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.